So, und damit willkommen zurück zu Let's Play Mad Max, wo wir gerade dieses wundervolle Lager zerlegt haben. Ja, finde ich gut. Warum genau wir diese Ölpumpen kaputt machen, anstelle sie einfach für uns zu verwenden, verstehe ich noch nicht so ganz, aber unser manischer Maximilian hier wird wohl seine Gründe haben. Was mich mal gerade frage, ist, wo die letzte Insignie ist. Guck mal, da ist ein Loch, wo man durchgucken kann. So ein kleines Glory Hole oder so. Na gut, dann gehen wir mal runter. Oder kann man auch hier nutzen, ne? Ja. Kann man es eigentlich fallen lassen. Wenn der Nase juckt, einen Moment bitte. Blödes Kackding. Huch, wer ist das denn bitte? Hallo? Aber das scheint wohl zu uns zu gehören. Keine Ahnung. Komischer Kauz. Hier ist keine Insignia. Winter dahinter? Okay, hier wird fleißig gearbeitet. Aha. Das ist ein Tank. Ah, vielleicht da oben. Könnte ich mir gut vorstellen. Nein, aber hier ist eine Schrotflintenpatrone. Okay, was bedeutet, was hier wohl gezählt wurde? Wer weiß. Hier vielleicht auf der anderen Seite? Gibt es da noch eine Möglichkeit hoch? Irgendwas? Bitte? Ich hätte gerne noch diese Insignie. Manu. Also wenn ich mich nicht irre, fehlt eine. Aber wo könnte die sein? Ich laufe gerade einmal den Weg ab. Und wenn wir sie dann nicht finden, dann fahre ich einfach weiter. Dann suchen wir die irgendwann anders mal. Komisch. Hier ist nichts. Ich meine, so ein knallrotes Ding müsste auch eigentlich ziemlich gut auffallen. Also wenn überhaupt, ist es irgendwo, wo wir noch nicht waren. Oder wo wir mit Kämpfen abgelenkt waren. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Dass wir sie irgendwie beim Kämpfen übersehen haben. Ah, nein, darum hängt sie ja. Da siehst du. So. Damit hätten wir das Lager dann auch auf 100%. 100%. Yay! Das ging schneller, als ich erwartet hätte. Aber ich habe mich wirklich darauf vorbereitet, jetzt nochmal hier kreuz und quer durchzulatschen. Aber das ist doch erfreulich. Dann machen wir mal weiter. Wo genau, weiß ich noch gar nicht. Ich meine, wir haben hier noch ein zweites Lager, das wir einnehmen müssen. Oder können. Müssen tun wir es ja technisch gesehen gar nicht. Denke ich. Das würde wahrscheinlich viel erleichtern, wenn wir es denn machen. Guten Tag, ihr arbeitet schön. Ja, ich würde auch nicht mit mir sprechen. Ach, guck mal, das ist sogar immer noch dran. Ja, ich bin back. I'm back. So, das Tor nehmen wir einfach mit. Oder auch nicht. Ich liebe es, wenn sowas funktioniert. Ich sagte oder auch nicht. Danke. Dann ist das zweite Lager hier unten. Ja. Da wollen wir jetzt hin. Da, danke. Da wollen wir jetzt hin. So. Ja, Sonne. Sonnenuntergang und so. Und voll schön. Oder aufge. Nee, Untergang, oder? Ich glaube Untergang. Der Untergang der Sonne. Jeden Tag neu. Dann gehen wir erstmal. Mauer. Scheiße. Also, Mauer, nicht Mama. Also, wo ist denn der? Da. Ja, chill, ich bin schon da. Unsere Feinde nähern sich. Interessant.
You do not want my hide. No. You want to kill the suckling swine of Scrotus's hordes. They have a camp on edge of outer graves. View alone might be worth the massacre. But see to it that the war crier is muffled, or he'll pump them all up with his damn yells. Huh. If you feel nimble, there's a dangerous hidden pathway which might give you a bit of an edge in the carnage. Okay, aber irgendein Secret haben wir jetzt nicht erfahren. Ein verstecktes Lager entlang der Grenze des östlichen Grabes. Versteckten Pfad, um sich unbemerkt dahin einzuführen. Ich werde ja gesagt, damit Snapper-Gewehr durchbrochen werden. Wenn zum Beispiel auf oder hintritt, sie bebaute in Bäuchen. Mhm. Also wirklich was Hilfreiches ist ja nicht mit dabei gewesen. Also, ne, zum Beispiel die Position vom vom Special Secret Eingang Ding. Oder so. Oh wow, jetzt wurde die Tür geöffnet. Ist das schon alles? Hier. Nope. Haben wir? Haben wir nicht. Haben wir doch? Haha. Geil. Mit Blocken und... Ich will mir das Messer nicht verwenden, das ist mir irgendwie zu schade. Wobei, wofür soll ich es sonst verwenden? So, hier ist es nicht einfach wundervoll. Wetter, muss ich nochmal gucken, ob das irgendwie rahmenloser Vollbildmodus ist oder sowas. Weil das wäre reichlich unpraktisch. Okay, wir sind gerade im Wutmodus, Alter. Prügel weiter. Okay, fürs Messer war ich zu spät. Komm, Messer. Messer! Yeah. Ist aber leider kaputt gegangen. Das ist schade. Aber ich meine, das können wir auch noch skillen. Was ist das? Ah ja. Cool. Mal wieder mal mit links gemacht. Das möchte ich gerade mal kurz nachsehen. Einstellungen. Grafik. Vollbild ist an. Randlohn. Nee, das möchte ich eigentlich gar nicht. Spiel fortsetzen. Komisch. Weiß ich nicht, was damit los ist. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, was genau wir alles sammeln müssen. Für die 100%. Was wir wahrscheinlich schon noch im Laufe der Zeit dann bekommen. Wo ist denn lang hier? Wo geht's denn hier nach oben? Da lang vielleicht. Ah, guck mal hier. Schlüsseldienst! Oh ja, hier mit Kiez weiter. Ich möchte erst nochmal hier um die Ecke gucken. Und wie sie sehen, sehen sie nichts. Okay. Ich muss gerade mal die Kamera drehen, damit die Maus vom Rand wegkommt. Oh. Loot? Loot. Den nehmen wir mit. Jetzt haben wir hier eine schöne Haxe im Grill? Nee. Toll. Hier wieder diese tollen Flaschenglühbirnen. Oh, geile Aussicht. Cool. Echt geil. Da unten war doch gerade einer. Den habe ich noch gesehen. Ah, das ist wahrscheinlich jetzt die Ecke, wo gesagt wurde, dass man aufpassen soll. Nehmen wir mit. Du hast zu essen dabei. Nö. Dann ist jetzt wahrscheinlich hier unten der gewesen, ne? Um die Ecke oder so. Bitte was? Nein, da ist er ja. Oh, der ist. Das Messer! Scheiße! Okay, das sind die Insignien. Gut zu wissen. Da hätte ich blocken sollen, ne? So, dann. Oh, Messer. Nein, scheiße. Scheiße. Fuck, waren wir zu spät. Was haben wir hier?
Stoffe, die wir mitnehmen können. Nehme ich, glaube ich, jetzt schon mal mit. Ich meine, kann ja nicht schaden. Ah, hier wieder der Thron des Himmels. Toll. Was heißt hier schon eine Klolektüre? We will not sell you food. We will not allow to entry. Only military personnel allowed. And okay. Eindringlinge werden erschossen. Ja. Okay. Interessant. Wohl wieder etwas aus vergangener Zeit. Sieht schon cool aus. Dann kommt das hier noch kaputt. So, der erste von 4. Zerstöre 8 Krotus. Skrotus? Krotus? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß. Schlüsseldienst! Oh, was haben wir denn hier? Bauteil. Spähcrew. Dieses Bauteil kann benutzt werden, um das Projekt Spähcrew in der Festung von Reed zu bauen. Du hast 1 von 4 benötigten Teilen. Aha. Hier ist Essen. Der bisschen Dinky-Di. Ich erinnere mich irgendwie an eine Zeit, wo man ein bisschen wenig Geld hatte und dann halbgefrorene Ravioli aus dem Topf gegessen hat. Also aus dieser Dose. Naja, was heißt halbgefroren? Kurz irgendwie auf den Herd. Dann passt das. Wo geht's denn hier weiter? Nach oben? Hier geht's nach oben, oder? Oder kommen wir von hier? Nö. Komm wieder hin. Was? Wieder rausgeklickt, so eine Scheiße. Na komm. Direkt zuhauen. Oh, gleich 2 von denen. Ah, Scheiße. Messer, 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 Messer. Mach doch deinen scheiß Messer, du Arschgeige. Geht doch. Nein, wegrollen. Taktische Rolle. Alter, Maul. Okay, das Ding ist kaputt gegangen. Alter, die halten echt viel aus. Na komm. Jetzt. Töte 60 Kämpfer von Skrotus, die zu Fuß irgendwas waren. Jetzt, da hinten war doch die Insignie. Komme ich da noch irgendwie dran? Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Komme ich hier rüber? Blue. Ah, sieht schlecht aus. Gucke ich gleich doch mal. Erstmal treten wir hier die Tür ein. Sieht immer voll eindrucksvoll aus, wie die Tür dann so in den Rahmen reinfällt. Gucken wir mal hier. Aber nach oben, ja. Ja, guck mal hier. Hier kommen wir jetzt dran. Das ist doch toll. Da glitzert noch irgendwas. Ah, Schrott. Schrott ist gut. Nicht reinfallen. Das wäre nicht toll. Das ist auch ein toller Ort zum Schlafen. Weil man ist mit dem Kopf voran so nach unten, dass man das Gefühl hat, man fällt hier gleich runter. Würde sich aber trotzdem lohnen, weil guck mal, diese geile Aussicht. Der Hammer. Würde mich interessieren, wo genau das relativ zum heute spielt. Als ob das irgendwie ein Graben ist, den man irgendwo in der Welt finden könnte. Da nicht hinfallen, danke. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Kann ich da rüber? Ja! Oh, geil. Das ist ja der Wahnsinn. Kann ich hier jetzt irgendwas Cooles machen? Nö. Muss ich da rüber? Ich weiß nicht. Ja, doch, muss ich, ja. Warte mal, kann ich hier nicht? Na, vorsichtig, vorsichtig und dann... Kommen wir da wirklich rüber, das ist ja cool. Aber das ist halt keine Kollision, schade. Oh wow. Was macht die denn für Geräusche? Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Die gute alte Dings-Taktik, Dark Souls-Taktik. Einfach überall hinwegrollen. Wow. Ich habe was beim Mikrofon umgestellt. Und ich mach gerade mal den Voice Meter ein Stück weiter weg, damit ich da nicht versehentlich irgendwas umstelle. Haha, nicht erwischt, nicht erwischt, Edgy Badge. Moment, blocken. Also, das sind jetzt ein bisschen viele.
Okay, der hat irgendwas zu tun. Ach du Scheiße. Ach Scheiße, ich wollte nicht blocken. Voll weggeboxt. Getreten. Was war das denn? 13 Trefferserie. Nicht schlecht. Wieder eine perfekte Parade. Was war das denn für ein überdramatischer Tod? What? Nein! Akku! Scheiße, Alter. Also der Tod von dem Typ da gerade war sehr überdramatisch. Mal gucken, ob ich das irgendwie nochmal zusammenschneide oder so. Das sah nämlich echt witzig aus. Ah, so. Dann nehmen wir das auch noch mit. Wieder ein bisschen Schrott. Naja, da oben ist auch noch was. Kommen wir bestimmt gleich auch noch hin. Und... Bam. Ach, sieht immer wieder cool aus. Dann gucken wir erstmal unten. War hier nicht, vorher nicht auch noch jemand? Oder kam man dann irgendwie zum Rest dann auch mit dazu? Ich weiß es nämlich nicht. Weil ich meine, ich hätte nämlich vorhin hier hinter dem Zaun auch jemanden gesehen. Wollte ich hier hin? Kann ich mich irgendwie hier dran langhangeln oder so? Nö, sieht nicht danach aus. Na, gehen wir mal weiter. Das ist ja eine interessante Lichtkonzeption. Ich muss mir dringend angewöhnen, Wörter besser zu betonen. Aha, hier geht's auch noch hoch. Gucken wir mal. Gibt's Schrott? Schrott. Kein Schrott, nö. Aber Wasser. Kann ich gerade. Das war nicht Wasser. Kann ich aus meiner Wasserflasche was trinken? Nein. So, 4 war's. Muss ich mir merken. So, und dann kann man gleich wieder auffüllen. Interessant, wie wenig Wasser hier immer drin ist. Also in diesen. Was ist das eigentlich? Bestimmt so ein Tau-Auffangbehälter oder so. Also um dann, ne, diesen Morgentau aufzufangen. Okay. Also, der Brandschutzverordnung entspricht das ja aber nicht. Also offenes Feuer, das ist im Wohnbereich. Da stellt sich die Versicherung quer. Hier sind Tanks, okay. Oh! Ach, die Dinger sind cool. Moment, kann ich gerade mal zeigen. Also kann ich das damit auch triggern? Moment. Oh, die Dinger sind super. Die Gratwanderung aufgelöst. Das Lager ist nun von Verbündeten besetzt und wird regelmäßig von Schrottlieferungen beisteuern. Okay, da fehlt uns noch ein bisschen was. Aber sonst sind wir hier gut bedient. Ich nehme noch so ein Ding mit, weil ich es kann. So, haben wir hier noch was? Ja, haben wir. Cool. Ah, das ist der Schrott von vorhin. Toll. Toll, toll, toll. Yeah. Schön, das muss ich nochmal machen. Einfach, weil es geht. Oh, cool. Endlos respawnende Explosionsstöcke. Warte, kann ich das von hier treffen? Ja. Gehören die da hinten zu uns? Ich glaube ja. Alter. Moment. Ah, da hätte ich fast vergessen. Das hätte ich mir niemals verzeihen können. Ich möchte hier bitte. Kann ich durchrollen? Nö. Kann ich hier irgendwie. Ach gut. Oh, ich dachte schon, ich würde festhängen. Alter. Ordentlich tief. So, ist da hinten noch Schrott? Ne, das ist eine Lampe. Dann war es das hier oben, glaube ich. Ich nehme noch die.
jetzt wieder? Ja. War wieder mal eine 1A-Arbeit von Le Voice Meter. Und dann was? Wenn ich das richtig sehe, war es wieder mit der Aufnahme. Mit der Aufnahme dieser Folge. Ah, hier wieder schön offenes Feuer. Gut, dann bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.